ihr mit dabei seid. Ich komme gerade vom DM und es gibt tatsächlich wieder tolle Neuigkeiten, die ich euch heute in diesem Video gerne zeigen möchte. Mein letztes Drogerie-DM-Neuheiten-Video ging 18 Minuten, ganz schön lange, aber da waren ganz, ganz viele tolle Schätze mit dabei. Falls ihr dieses Video verpasst habt, dann schaut gerne mal unten in die Infobox, ich verlinke es euch. Auch in diesem Video heute habe ich wieder eine Überraschung für euch, ein Gewinnspiel. Und für alle die, die neu auf meinem Kanal sind, ich schreibe das nie in die Überschrift, dass es eine Verlosung geben wird, beziehungsweise ein Gewinnspiel. Meine alten Hasen, die schon ewig auf meinem Kanal sind, die wissen das auch. Die Verlosung beziehungsweise die Produkte, die zeige ich euch dann im Laufe des Videos und schreibe euch alle Teilnahmebedingungen auch unten in die Infobox. Und jetzt legen wir los, damit dieses Video nicht zu lange wird, mit Mascara und zwar von Manhattan. Manhattan hat ein neues Patent angemeldet. Die haben 10 Jahre lang geforscht für diese Mascara und ich finde es richtig cool, was die versprechen. Und zwar ist es so, dass ihr das bestimmt auch kennt, Mascara, die nur noch halb voll ist, fängt an zu klumpen, man bekommt sie nicht mehr richtig raus. Die Wimpern, die werden wie so Fliegenbeine und das ist natürlich nicht schön, das wollen wir nicht. Und bei dieser Mascara hier ist es so, dass sie versprechen, wenn die halb voll ist, dass ihr sie schüttelt, so 3 bis 5 Mal. Und dann verbindet sich die Formulierung, also das heißt das Wasser mit dem Wachs und dann habt ihr wieder eine schöne cremige Konsistenz und könnt eure Wimpern wieder schön tuschen. Ich bin total gespannt, wenn ich ehrlich bin und ich werde euch meine ehrliche Meinung in meinem Aufgebraucht-Video sagen, denn die Firma kann mir natürlich viel versprechen, das zählt für mich alles nicht. Wichtig ist der echte Test und da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Falls ihr die Mascara entdeckt, bei DM oder bei Rossmann, wo auch immer, in welcher Drogerie, bei Müller zum Beispiel, dann nehmt die mal in die Hand. Die ist richtig schwer und dann sagt mir mal dazu, was ihr davon haltet. Also ich bin echt total gespannt und freue mich schon drauf, die zu testen. Wir machen weiter mit Mascara und zwar von Maybelline. The Colossal Big Shot Volume Express Mascara, einmal in Waterproof und einmal in Normal. Beide sind schwarz. Die wird es ab Mai zu kaufen geben und zwar verspricht da Maybelline durch die neue Formulierung mit Kollagen einen schönen Augenaufschlag mit viel Volumen. Das Bürstchen, das ist kegelförmig und mit gewellten Borsten. Also ich freue mich schon drauf, die zu testen und das ist schon mal die neue Mascara von Maybelline. Dann machen wir weiter mit Zahnpasta und zwar gibt es was Neues von Odol Med 3 seit April im Handel für 1,99 €. Ich fand das total interessant und zwar nennt die sich Night Repair. Es ist ja so, dass wir alle natürlich Schlaf brauchen, um uns zu regenerieren, um uns zu erholen, damit wir einfach gesund bleiben und so ist es auch mit den Zähnen. Ich habe mir das alles durchgelesen und ich fand das wie gesagt super interessant. Wir verbringen ja in der Nacht auch mehrere Stunden ohne Trinken und Essen und das ist eben die perfekte Möglichkeit, dass die Zähne sich regenerieren und da ist so eine Zahnpasta wirklich ja, ganz, ganz toll eben für abends und ich werde euch auch hier auf dem Laufenden halten, werde euch dann in meinem Aufgebrauch-Video erzählen, wie ich sie so fand. Ihr wisst, ich bin der totale Monk, was unsere Mundhygiene bzw. unsere Zähne betrifft, auch die meiner Kinder und ja, deshalb wollte ich die jetzt unbedingt mal ausprobieren und ich werde euch, wie gesagt, auf dem Laufenden halten. Dann habe ich mir von Balea noch dieses Duschgel hier mitgenommen in Marshmallow-Duft. 95 Cent, da kann man wirklich nichts falsch machen. Das duftet so, so gut. Wenn ihr mal beim DM seid, dann schnuppert mal dran. Also ich finde, für das Geld, da kann man wirklich überhaupt nichts falsch machen. Selbst wenn man sich nicht damit duschen möchte, könnte man sich es auch in die Badewanne geben. Also richtig gelungen und was ich auch richtig süß fand, war was ganz Neues. Und zwar sind vorne drauf so Emojis. Also das ist auch ein Duschgel, da kostet 1,95 €. Da gibt es 4 verschiedene Duftrichtungen und das Ganze gibt es auch in Deo-Version, auch wieder pro Stück 1,95 €, gibt es auch wieder 4 verschiedene. Das fand ich super interessant, aber ich habe jetzt noch Deo, deshalb habe ich es nicht mitgenommen, wollte es aber euch heute unbedingt in diesem Video noch zeigen. Das ist auch noch neu und zwar von Bilou, dieser pflegende Cremeschaum. Slushy Apple, aber schaut mal, 3,95 €. Und das hier drüben, Cotton Candy von Bilou, kostet auch 3,95 €. Das ist ein Duschschaum und da ist mehr drinnen, da sind 200 ml drin. Komisch.
Dann habe ich mir noch mitgenommen von Balea dieses Wasserspray hier in der Duftrichtung Kokos. Das kannte ich natürlich aus dem letzten Jahr, da hat es aber keine Geruchsrichtung gehabt. Diesmal habe ich mich für Kokos entschieden. Es gibt auch Limette und Basilikum, das werde ich mir dann das nächste Mal kaufen. Für 1,45 Euro könnt ihr das beim DM kaufen. Das ist einfach für Gesicht und Körper zur Erfrischung. Ich nehme das auch mit ins Schwimmbad zum Beispiel, wenn es sehr heiß ist. Sprühe ich damit meine Kinder ein oder mich und dann ist es so richtig wohltuend und erfrischend. Und ja, wollte ich euch heute in diesem Video zeigen. Das gibt es natürlich schon länger, ist jetzt nicht nagelneu auf dem Markt, aber für mich eben heute ganz, ganz neu. Und wie gesagt, wenn es mir super gut gefällt, werde ich mir auf jeden Fall auch noch die andere Duftrichtung zulegen. So, und bevor wir noch zu zwei ganz, ganz tollen Neuigkeiten kommen, zeige ich euch noch kurz, was ich so für mich noch mitgenommen habe, beziehungsweise für ein Tauschpaket, und zwar von Balea diesen 5-Klingen-Rasierer, ideal für unterwegs, meiner Meinung nach. 4,95 Euro kostet der und es wird bald ein Tauschpaket geben zum Thema Sommer, beziehungsweise, ja, eigentlich war es Frühling, aber der Sommer steht ja jetzt vor der Tür und deshalb habe ich dieses Produkt hier noch mitgenommen und dann wollte ich unbedingt mal von Balea diese Produkte hier testen. Die sind jetzt für mich auch ganz, ganz neu. Ich weiß, dass es die schon eine Weile zu kaufen gibt, aber unser DM, der ist immer so ein bisschen langsamer hinten dran. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil wir halt ein kleines Dorf sind. Das kann natürlich sein, ist aber nicht schlimm. Jedenfalls habe ich mir jetzt mal diese Tuchmaske hier geholt mit dieser Aktivkohle, also mit diesem Aktivkohle-Fließ. Und ihr wisst ja, dass ich der totale Maskentyp bin. Also ich liebe Masken, werde euch auch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sowie mit diesen Nose Strips hier oder Stripes mit Aktivkohle für unreine und Mischhaut. Und ja, wollte ich euch aber heute in diesem Video zeigen, weil es ja auch in gewisser Weise ein Haul ist. Und jetzt machen wir aber weiter mit Neuigkeiten von Maybelline. Zeige ich euch die. Und zwar sind es diese wunderschönen Vivid Hot Lecker. Und davon wird es 11 verschiedene Farben geben. Ich habe jetzt schon ein paar ausgetestet, aber ein paar Farben gefallen mir bzw. stehen mir leider nicht, weil ich ja eh schon so dunkel pigmentierte Lippen habe und deshalb werden die dann an euch gehen. Ich werde euch jetzt aber mal meine drei liebsten swatchen, die sind so, so genial. Also empfohlen ist es, dass man sich einfach mit einem Lip Liner vorher einen durchsichtigen quasi die Lippen umrandet, damit da nichts ausläuft. Aber ich habe es jetzt auch schon so gemacht und da ist gar nichts passiert. Also bei mir sind die gar nicht ausgelaufen. Ich zeige euch jetzt mal, wie gesagt, meine drei Liebsten. Und zwar gefällt mir der Applikator wahnsinnig gut. Also es ist wirklich richtig einfach, die aufzutragen und dieser Duft ist einfach göttlich. Der absolute Wahnsinn. Und schaut euch bitte mal diese Farbe an. Ist es nicht krass? Der absolute Wahnsinn. Und dieser Duft, man riecht es total. Also sehr, sehr angenehm auf den Lippen. Und als ich mir diesen hier aufgetragen habe, diesen lilafarbenen, also der ist schon sehr auffällig, ne? Also jetzt hier für den Alltag nichts. Aber ich habe mir den dann aufgetragen, weil ich ihn natürlich swatchen wollte, beziehungsweise für euch auch testen wollte. Und Alessandro hat mich angeschaut und meinte dann gleich, wow, Mama, der ist ja der Wahnsinn. Also es ist ihm natürlich gleich aufgefallen, ne? Also gefällt mir auch super gut. Wie gesagt, für den Alltag jetzt eher nichts bei mir. Aber ja, wenn man mal weggeht abends, ne, kann man sich den schön auftragen. Oder wenn ich mal auf einem Event bin, werde ich mir den auch auftragen. Und das ist natürlich pink. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Aber mir gefällt eben, wie gesagt, auch dieser bärige Ton wahnsinnig gut. Könnt ihr euch mal anschauen. Wie gesagt, sind jetzt ganz, ganz neu. Und ja, ich finde die richtig, richtig toll. Und jetzt zeige ich euch noch eine Neuigkeit von L'Oreal. Muss ich aber erstmal holen. Moment. Tada, da bin ich wieder. Und zwar gibt es von L'Oreal natürlich auch Neuigkeiten. Und zwar diese Magic Mani Retouch and Go Stifte. Jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, was bitteschön ist das? Es ist einfach so, dass es Nagellack ist, den man ganz schnell auftragen kann, wenn man unterwegs ist. Also das heißt, wenn ihr viel unterwegs seid, viel verreist zum Beispiel oder in den Urlaub fahrt und euch irgendwo eine Macke reinhaut, dann könnt ihr euch ganz schnell dieses Teilchen hier aufmachen. Das hat vorne so eine schräge Spitze, richtig cool. Müsst ihr hinten ganz oft drauf drücken, so pumpen wie bei diesen Edding-Stiften, falls ihr euch an die erinnert noch. Und dann könnt ihr euch das ganz schnell auftragen. Man kommt wunderbar in die Ecken, genau an die Stellen, wo es dann meistens absplittert und hat dann einen ganz, ganz tollen Nagellack für unterwegs sozusagen. Also
wenn man jetzt nicht unbedingt zu Hause ist und sich das schnell machen kann, ne? Oder man ist zum Beispiel auf eine Hochzeit eingeladen und dann splittert ausgerechnet in dem Moment der Nagellack ab und man ist vielleicht Trauzeugin oder man möchte einfach nur schick sein, natürlich als Frau, dann hat man hier eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ich finde es richtig cool und wie gesagt, das nennt sich Magic Mani Retouch and Go. Mani heißt ja eigentlich Hände auf Italienisch, ne? Haben sie ein bisschen Italienisch mit Englisch gemischt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Farben und Johanna hat sich tatsächlich im Zug ganz, ganz schnell ihren Nagellack ausgebessert, als wir beim Rival de Loop Event waren in Berlin. Fand ich total spannend. Ich dachte mir noch so, ne, was hat sie denn da? Und fand es wirklich richtig genial, dass sie sich dann ihren Nagellack quasi wieder schön machen konnte. Ja, ich habe dann jetzt hier noch Tee. Und zwar hatte ich euch ja in meinem letzten Live-DM-Haul auch gezeigt, dass ich Tee mitgenommen habe von dieser Marke hier. Kappa Natural Fair and Delicious. Sweet Dreams nennt sich das jetzt. Ich habe diese Version hier. Allerdings muss ich sagen, dass mir die letzte Version, die ich mir gekauft habe, gar nicht geschmeckt habe. Ich kann es euch mal einblenden. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Richtung das war. Also irgendwie fand ich den überhaupt nicht lecker. Der ist super teuer. Ich meine, der kostet 3,45 €, wenn mich nicht alles täuscht. Ich werde jetzt mal diese Version hier probieren und werde euch auch hier wieder auf dem Laufenden halten. Ja, meine Lieben, das war es jetzt soweit von mir. Neuigkeiten aus dem DM. Jetzt kommen wir natürlich zu euch. Ich blende euch ein, was ihr heute in meinem Video gewinnen könnt. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch unten in die Infobox. Schaut da mal vorbei. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Schreibt mir irgendwas zu den Produkten, ob ihr schon irgendwas kennt, ob ihr irgendwas testen möchtet oder wie eben eure Erfahrung ist mit dem jeweiligen Produkt, falls ihr das schon getestet habt. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos vorbeischaut. Abonnieren ist kostenlos, das wisst ihr ja, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Da würde ich mich wahnsinnig freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!